Hallo Leute und herzlich willkommen zurück zu Hello Neighbor. Heute wollen wir dem Secret auf den Grund gehen mit dem Grab, was wir eigentlich schon in der letzten Folge wollten, nur war die letzte Folge ziemlich verbuggt. Naja, auf jeden Fall, oh Gott, weiß ich gerade nicht, wo der... Ist der Nachbar schon wieder stuck? Das gibt es ja nicht, oder? Okay, also scheinbar ist er, wie gesagt, stuck. Dann gehen wir kurz in den zweiten Stock und holen uns mal die Glocke. Ich meine, scheinbar ist er ja stuck, dann können wir das wirklich mal lüften, was da unten aus dem Grab kommt, wenn wir das Ganze ausheben. Ah, okay, und der Fahrstuhl würde eigentlich mit E funktionieren, das hat ja in der letzten Folge auch ein bisschen rumgespackt. Ich weiß auch gar nicht, ob hier noch irgendwas ist, bei diesem Kistenturm oder hier. Oh, Illuminati. Lol. Okay, hier sind irgendwie chinesisches Essen, aber sonst nichts. Ich weiß auch nicht, was es mit diesem Raum hier auf sich hat, da können wir auch mal noch ein bisschen irgendwas gucken. Hier ist ja auch noch irgendwas, naja, vielleicht komme ich mal durch. Okay, aber das, was uns interessiert, ist ja das hier, diese Glocke. Ich glaube, wir gehen einfach kurz so runter, oder? Ich weiß halt nicht, ob der Nachbar sich jetzt wieder befreit hat oder ob das nicht der Fall ist, aber scheinbar nicht. Okay, wir hängen hier die Glocke dran. Ah, und dann geht hier dieses Fach auf, okay. Perfekt, und jetzt können wir ja wahrscheinlich hier das Grab ausheben. Ah, tatsächlich. Oh, Alter, da unten ist sogar ein Sarg. Kann ich das wieder hier hinmachen? Oh, okay. Glocke können wir übrigens auch nicht wieder wegnehmen. Also, die ist jetzt halt da. Okay, was ist jetzt da unten? An der Puppe? Hey, ich habe jetzt ein bisschen mehr erwartet. ja, das Brett geht direkt wieder zurück, alles klar. Eine Puppe. Können wir die rausnehmen? Geht das nicht? Können wir schon mal nicht. Oh Gott. Leute, ich kann ja da auch runter. Ah, doch, geht. Okay. Ja, und jetzt haben wir hier eine Puppe. Alter. Ist das vielleicht... Soll das die Frau von dem Nachbar symbolisieren? Oh. Stuhl. Alter. Was ist mit dem? Ich weiß es nicht. Was ich übrigens auch noch herausgefunden habe. Da oben. Da muss man nicht durchjumpen. Das ist nämlich fast unmöglich. Also scheinbar ist ja der Nachbar jetzt wirklich stuck. Das... Warte mal, ich muss kurz gucken. Für das muss man hier hinten den Ofen ausschalten. Auf kalt. Da hätten wir eigentlich auch selber drauf kommen können, dass halt jetzt da oben das Ganze genau eingefroren ist und auch dieser, ja, Hai, was ist es, kann uns jetzt auch nichts mehr machen. Und hier hätten wir jetzt auch noch die zweite Glocke. Keine Ahnung, vielleicht brauchen wir die auch noch für irgendwas. Auf jeden Fall ist sie jetzt weg. Alles klar, wo ist die denn hin? Naja, ist eigentlich auch egal. Ja, also ich weiß halt nicht, der Nachbar ist jetzt wieder stuck, deswegen... Oh nee, doch nicht. Oh shit. Ich dachte, er ist wirklich stuck. Auch scheiße. Er war es aber wieder nicht. Oder was heißt wieder? Nicht ganz stuck. Oh lol, der Nachbar kommt wieder. Hä? Oh mein Gott. Hallo? Ey, jetzt ist er wieder stuck. Lol. Was hat er gemacht? Okay, also der Nachbar ist jetzt wieder stuck. Er wollte hier scheinbar putzen kommen. Das ist aber nett. Okay, also, hä, kann man den so verbacken? Wenn man ins Haus geht und wenn er dich huntet? Vielleicht ist das sogar extra so, dass man das Haus ein bisschen erkunden kann. Naja, okay, wir lassen den jetzt erstmal. Okay, aber das ist eigentlich ganz praktisch für uns, weil dann können wir auch in Zukunft in den Folgen, dann haben wir es ein bisschen leichter. Okay, und jetzt können wir in das, hinter diese Tür. Was verbirgt sich dahinter? Zwei weitere Türen. Hier ist ein Klassenzimmer? Hä? Aber alles klar? Ah, hier, jetzt sind wir hier. Da konnten wir ja nicht durch, okay. Das sind ein paar Rechnungen. Alter, da... Alter, ist das creepy. Okay, auf jeden Fall. Alphabet und so. Auf jeden Fall ist das hier die Klasse irgendwie. Was ist hier? Alter, was? Ist das hier eine Waffe? Hä, guck mal. Bang, bang. Okay. Rifle Range. Okay, und da drüben ist das auch noch irgendwas. Aber irgendwie so ein Nebenraum. Keine Ahnung, abschnitt nichts. Aber für das hier brauchen wir ein Schloss. Für das muss man 300 Punkte schießen. Alter. Da, es gibt wirklich einen goldenen Apfel. 100 Punkten. Und eine Fernbedienung mit 200. Warum auch immer. Okay, und hier. Was ist das? Popcorn oder mal? Okay, also müssen wir da irgendwie Gleichung lösen? Alter, schieß zurück. ja, warte mal. Dann ist es ja obviously... Wieso hält die denn nicht 5? Junge, könnt ihr mal bitte aufhören? Das ist nicht so nett. Ja, okay, Leute, also wie... Ist der Nachbar noch dort? Nee, der... Hä, ist der wieder abgehauen? Ich weiß es nicht. Okay, wir diese Puppe hier. Die sieht ja, also abgesehen... Sie sieht so ein bisschen aus wie eine Lehrerin. So schick angezogen. Keine Ahnung, was da ist. Und hat mit der Brille und so... Vielleicht muss die ins Klassenzimmer. Löst die Aufgaben. Hä, oh Gott. Oh nein, tut mir leid. Das wollte ich jetzt nicht. Warte mal. So. Genau, du schaust schön in die Klasse. Hä? Hauptsache, jetzt geht das. Alles klar, Digga, ich verstehe es nicht. Okay, wir brauchen eine Waffe. Von wo bekommen wir
Die, oh Gott, die Waffe. Gut, aber hier unten ist ja wahrscheinlich nichts, oder? Ich meine, da haben wir doch schon alles durchgeguckt. Da ist auch noch so eine Puppe, die nehmen wir auch mal mit. Wobei, können wir eigentlich auch hier lassen, die bringt uns ja nichts. Stimmt, das müssen wir auch mal noch ausprobieren, was passiert, wenn der Nachbar stuck ist. Ob wir das Ending, ob das genau gleich abläuft oder ob es anders geht irgendwie. Auf jeden Fall kommen wir ja hier nicht durch. Wir kommen nicht unten durch und wir kommen hier auch nicht oben durch. Also das heißt ja, wir müssen obviously irgendwas schaffen hier. Frage ist was? Oh Gott, Alter. Okay, das sind ja drei, oder? Hä? Alter, die hat sich gerade von selbst bewegt, oder? Das sind doch drei. Punkt vor Strich. 6 minus 9. Alter, wieso bewegt ihr euch? Du bist auch umgekippt. Ja, okay, warte mal. Wow, wow, wow. Alter. Ja, okay, hier ist vielleicht nicht so praktisch vor der Tür. Guck mal, da ist auch... Junge, was ist das denn? Da ist auch ein goldener Apfel. Irgendwie... Alter, was ist mit dir? Die 5 ist wieder runtergefallen. Die 3 auch, hä? Irgendwie sind diese Magneten nicht so zuverlässig. Können wir noch die letzte Gleichung lösen hier. 2 mal 4 sind 8. Lol, wir haben das Gewehr bekommen. Kann man damit jetzt schießen? Oh, nehmen wir das Droppen. E? Was? Ah! Okay, mit linker Maustaste können wir jetzt so... Keine Ahnung, was schießen. Boah, okay, ja, toll. Cool, und jetzt? Wow. Ah, mit dem können wir... Ah, das zum Fenster einschmeißen, damit das ein bisschen einfacher... Hier ein bisschen einfacher. Wieso ist denn das Fenster hier schon offen? Hä? Ne, dann geht das auf jeden Fall so ein bisschen einfacher. Und irgendwie kann ich dieses Fenster hier nicht. Ah, jetzt ist es geklappt. Okay. Können wir mit dem vielleicht den Nachbarn irgendwie abschießen? Ne, passiert nichts. Er hat wieder seinen Stock, der da rumbackt, aber mehr passiert auch nicht. Okay. Na, dann wissen wir jetzt auf jeden Fall, von wo, dass wir eine Waffe bekommen. Ja, okay. Und was machen wir jetzt mit dieser Waffe? Da ist auch noch eine Puppe. Wir haben doch hier hinten. Und jetzt fliege um. Naja, okay, funktioniert nicht. Wir haben hier... Oh Gott, wo habe ich denn jetzt diese andere Puppe hingestellt? Die war doch... Hier war doch noch eine. Die hat sich einfach in Luft aufgelöst. Ah, nee, die stimmt, die war hier. Das ist auch rotes Licht. Okay, keine Ahnung. Hat er uns denn hier vergraben? Sind wir diese... Nee, das kann ja gar nicht sein. Wir sind doch kein Frauencharakter, oder? Kann das sein, dass wir das waren? Und dass wir hier nur ein Geist sind, der ihn heimsucht und deswegen verfolgt er uns, weil er uns... nicht haben will. Okay, auf jeden Fall müssen wir jetzt hier die Waffe draufpacken. Genau. Ah, okay, jetzt funktioniert das auch. Oh, alter, Licht und alles. Müssen wir hier drücken oder was? Oder, oh nee, warte, das war jetzt falsch. Wie kann ich denn jetzt mit dem schießen? Ah, mit E, okay. Was muss ich denn jetzt? Hä? Was muss ich machen? Hä? Wie kann ich hier irgendetwas machen, Alter? Ich kann diesen Knopf nicht drücken. Ah doch, jetzt geht's. Hä? Hä, habt ihr das gesehen? Vorhin ist irgendetwas raufgekommen dort. Oh, da ist einer. Zack. Zack, zack. Och, scheiße. 3 Punkte. Aber wir brauchen ein bisschen mehr. Hallo, kommt da noch was? Muss ich da nochmal drauf drücken? Also irgendwie ist wieder mal sehr buggy. Ah, da ist wieder einer. Zack, zack. Scheiße, ich hab den einen nicht getroffen. Alle getroffen. Ah, ja, aber jetzt ist 4. Nee. Und, hä? Aber ich habe doch nur 4 Punkte. Okay, jetzt habe ich 2 Schlüssel. Nice, kann man auch gebrauchen. ja toll, was ist denn hier jetzt alles? Eine Bärenfalle, Taschenlampe, ein schönes Bild. Ah, hier ist verbarrikadiert. Ah, okay. Ja, und hier ist eine Mauer. Ja, toll. Cooler Raum. Okay, oh, Alter, jetzt wäre ich hier fast runtergefallen. Ja, so groß. Also, wir können mal noch das hier ausprobieren. Was passiert denn, wenn wir... Ach, Junge, Stuhl, verpiss dich mal ganz kurz. Alter. Ey, was ist mit den Stühlen in diesem Spiel? Okay, wir haben hier unten sowas wie eine... No. Okay, das ist irgendwie alles der gleiche wie hier oben. Okay, wieso auch immer. Egal, wir machen das jetzt mal aus. Das ist eine Überwachungszentrale hier. Was passiert, wenn wir hier hochschießen? Seht ihr irgendwas? Naja, auf jeden Fall kann ich das jetzt nicht mehr... Ah doch, jetzt geht's. Okay. Naja, auf jeden Fall... Keine Ahnung. Leute, ich kann hier hoch. Nice, Alter. Ja, auf jeden Fall würde ich sagen, kommen wir nicht mehr raus. Ah doch, jetzt, okay. Ja, Leute, das war's mit dieser Folge. Wir haben heute auf jeden Fall das Geheimnis mit diesem Grab gelüftet, mit dieser Lehrperson. Und hier mit diesem... Shooting-Dings haben wir mal ausprobiert. Auf jeden Fall war's das mit dieser Folge. Hello Neighbor. Wenn es euch gefallen hat, lasst ein Like und ein Abo da. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal, Leute. Ciao.